Am 17. Juli 2023 haben wir einen Neumond in Krebs. Und der ist nicht nur besonders, weil der Mond in seinem Zuhause steht, also Mond in Krebs zusammen mit der Sonne, sondern weil wir an diesem Tag die Wanderung der Mondknoten von Widder und Waage haben werden. Ebenso wird ein paar Tage darauf eine exakte Opposition zur Sonne mit Pluto in 29 Grad stattfinden. Also dieser Neumond hat es ganz schön in sich, kann extrem emotional auch werden, weshalb ich gerne dieses Video mit dir teile, um dich auch ein wenig vorzubereiten, was dort auf dich zukommen kann. Also für jedes Sternzeichen Aszendent gibt es eine einzelne Vorhersage, aber auch allgemein erstmal, was wir wirklich mit der Qualität erwarten können an diesem Tag bzw. die Tage darauf, weil es eine Energie ist, die sich aufbauen wird und eben nicht nur ja, uns das nächste halbe Jahr begleitet, bis wir diesen Vollmond im Krebs dann in der Steinbock-Saison haben werden, sondern auch für die nächsten anderthalb Jahre, weil die Wanderung der Mondknoten in Widder und Waage mit involviert ist. Unser lieber Saturn spielt auch mit in Fische und ja, was das alles bedeutet, möchte ich dir gerne in diesem Video heute mitgeben. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Hanna und auf diesem Kanal geht es um Astrologie, ja. Also selber lernen, verstehen, aber auch nachvollziehen, welche Energien finden eigentlich gerade statt. Das ist etwas, wo so viele Änderungen momentan stattfinden, natürlich sehr hilfreich. Deswegen mache ich diese Videos. Also gerne auch liken, kommentieren oder Teil der Community werden, wenn du es noch nicht bist. Ja, lass uns ein bisschen reingucken, was das eigentlich allgemein erstmal mit diesem Neumond auf sich hat. Den werden wir aufgerundet in 25 Grad haben und ein Neumond bedeutet immer, Sonne und Mond stehen zusammen. Also im Sommer wissen wir Kardinal Krebs, das ist der, der sozusagen ja, unseren Sommer startet. Krebssaison findet immer zum Sommer statt. Das heißt, eigentlich ist es ein Zeichen, wo wir initiieren, Sonne steht im Krebs, der Mond kommt dazu. Und Sonne und Mond kommen zusammen, das heißt, ein Neumond, dort haben wir kein Licht. Es ist eigentlich eine Zeit, wo wir nach innen gehen, wo wir reflektieren. Und das ist immer ein Neubeginn eines eigentlich 2-Wochen-Zyklus. Dieser Neumond ist aber so viel potenter und geht weit darüber hinaus. Und Neumonde haben eigentlich immer die Frequenz von einem oder die Intention von einem Neubeginn, wo wir etwas auch manifestieren können. Also sehr viel Neuerung, Wünsche, die aufkommen, sind eigentlich ein guter Zeitpunkt, immer zu so einem Zyklus zu beginnen. Aber dieser Mond ist ein sehr besonderer Mond, weil er eben im Krebs steht. Und das heißt, die feminine Energie von Mond, die sowieso eine empfängliche Energie auch darstellt in der Astrologie, ist sehr verstärkt. Und das Zeichen Krebs, da geht es um die Empfänglichkeit, aber auch um die, ja, die mütterliche Seite, wie wir sie kennen, also eine emotionale Seite. Es ist ein Wasserzeichen. Wir verbinden uns also mit unseren eigenen Emotionen, mit der inneren Welt, wofür wir keine Worte haben. Und das eben zu einer dunklen Nacht. Das heißt, eigentlich gehen wir nach innen und wir reflektieren. Also es ist eine Phase der Selbstreflexion, weil es gibt eben kein Licht. Es ist also noch ein Beginn und eine dunkle Phase, wo wir oftmals uns besser mit unserer Intuition verbinden können und auch einen Samen setzen können, um sozusagen Neues in die Welt zu bringen. Ja, also zu diesem Neumond auch wichtig. Ja, wir können etwas manifestieren, aber er ist sehr, sehr potent und sehr emotional. Und da möchte ich so ein bisschen auf die Energie eingehen, wie ich sie wahrnehme. Und das ist etwas, dass es darum geht, wirklich bei diesem Neumond sich damit zu verbinden, was du emotional brauchst und wie du dich emotional fühlen möchtest. Also für deine gesamte Zukunft, die Wanderung der Mondknoten in Widder und Waage ist sehr bedeutsam und es geht hier viel darum, in eine Selbstbestimmtheit zu kommen und wieder das Gefühl zu haben, ich mache das, unabhängig von all anderen und egal, was jemand sagt, sondern das ist mein Bauchgefühl. Und was dafür aber wichtig ist, dass wir uns zuallererst, um diesen Schritt überhaupt gehen zu können, wirklich zu wissen, was wir emotional fühlen wollen. Also es ist die Verbindung mit dem Gefühl von, wie möchte ich mich eigentlich fühlen? Also bin ich die Frequenz, die ich auch für diesen neuen Weg, was ich meine ist, bin ich ein energetisches Match für das, wohin ich eigentlich gehen möchte? Und bin ich wirklich gerade an dem Punkt, wo ich sozusagen mein höchstes Potenzial schon bin oder auch wirklich bereit dafür bin? Und gibt es etwas Emotionales, was ich vielleicht auch dafür loslassen muss oder vielleicht auch noch etwas logischer betrachten muss? Also es ist etwas, wo ich das Gefühl habe, wir möchten im Einklang mit unseren Gefühlen werden, weil das steht am Anfang, bevor wir überhaupt einen Schritt gehen oder eine Motivation haben oder ein Ziel sehen. Als allererstes ist eigentlich ist der Moment, wir schließen die Augen und fühlen wirklich rein, welches neue Gefühl möchte ich spüren.
Und das kann ein Gefühl von Freiheit sein, es kann ein Gefühl von Sicherheit sein. Ich glaube, es geht viel um emotionale Sicherheit und es geht um einen inneren Frieden, den wir schließen wollen, wo es bei diesem Neumond wahrscheinlich darum geht, sich bewusst zu werden, dass es noch etwas gibt, was ich da abschließen muss. Und was mich vielleicht daran hindert, diesen neuen Weg zu gehen, den ich schon sehen kann und den ich vielleicht auch schon Ende April gemerkt habe, dass der für mich sichtbar wurde. Dort hatten wir unsere allererste Eclipse im Zeichen des Widders und zwar 29 Grad. Also schau dir gerne, gerne, gerne bitte nochmal das Video an. Das ist wirklich ein Video, wo du merkst, okay, worum geht es in der Intention und in dem Wunsch? Und was ist es eigentlich noch, was mich jetzt die nächsten 6 Monate begleiten wird? Oder welche Energie wird mich vielleicht noch zurückziehen? Wenn wir uns die Energie rein vom Krebs anschauen, dann geht es um das Bemuttern, um die Fürsorge. Und das ist meistens die Fürsorge, die wir immer den anderen geben. Also auf einer niedrigen Entwicklung oder einer niedrigen Frequenz ist es beim Krebs so, dass er immer für alle anderen was tut und sich dabei selber vergisst. Und dann auch in eine gewisse Opferhaltung geht und sagt, keiner kümmert sich um mich. Und was ist mit meinen Bedürfnissen? Aber es geht darum, bei diesem Neumond vor allem wirklich Verantwortung dafür zu übernehmen, diese Bedürfnisse auch sich selbst geben zu können. Wir alle haben Krebs irgendwo im Horoskop stehen und was dieser Neumond für dich bedeuten kann und wo du neue Intentionen setzen kannst, gebe ich dir im Anschluss von diesem Video mit. Aber auch allgemein, die Krebsenergie, da geht es um Familie, um das Gefühl von Zuhause. Und das ist ein Gefühl, was wir alle unterschiedlich für uns haben. Und wo wir in den letzten, ja, in den letzten gut 15 Jahren, seit 2008, seitdem Pluto im Steinbock ist, eine gewisse Transformation auch untergangen sind, weil Pluto eben immer in Opposition dazu stand. Natürlich für die Leute, die jetzt eigene persönliche Placements zum Beispiel im Krebs haben oder in kardinalen Tierzeichen, die haben Pluto-Transite in den letzten 15 Jahren intensiver spüren zu bekommen, spüren zu bekommen, spüren bekommen, zu spüren bekommen. Aber bei diesem Neumond geht es um die Herausforderungen, die wir ein allerletztes Mal angehen müssen. Weil eine Opposition zu Pluto bedeutet immer ein Außen. Es kommt etwas von außen und das reflektiert mir etwas zurück. Und Pluto stellt in der Astrologie oftmals auch eine Angst dar, eine unbewusste Angst, einen Schatten, vor dem wir uns vermeiden. Es geht um das Thema Macht und Kontrolle. Und dieser Pluto wird sozusagen zu diesem Neumond, wo es um einen Neubeginn geht und um dieses Gefühl von, ich möchte etwas Neues und ich möchte auch diese innere Sicherheit vielleicht spüren oder das Gefühl oder die Vertrautheit oder was auch immer, welches Gefühl du für dich finden möchtest. Dieser Pluto wird dich herausfordern und dir ganz klar sagen, okay, da gibt es aber etwas, das muss dafür losgelassen werden, das muss dafür gehen. Und das ist das allerletzte, was sozusagen sich so über die Tage auch aufbauen wird. Also beim Neumond spüren wir das schon oder Leute, die sehr sensibel sind, spüren das vielleicht jetzt schon, auch weil wir unsere Mars-Opposition haben, die auch ein bisschen Druck auslöst. Ist es bei diesem Pluto so, dass er halt 4 Tage später erst exakt mit der Sonne in Opposition stehen wird? Und wenn solche Aspekte exakt sind, spüren wir sie am stärksten. Und Pluto ist eben der ja, sozusagen am 21. dann direkt stehen wird und die wirklich nochmal zeigt in der Steinbock-Energie, wo wir eine logische Seite annehmen wollen. Und das ist der Tanz, den wir die letzten 15 Jahre auch durchgemacht haben, wo du selber vielleicht merkst, wie stark bin ich emotional eigentlich gereift? Wo ich früh, das ist wirklich ein langer Prozess, 2008, 2009, noch vielleicht sehr naiv war und vielleicht so eine gewisse reine Vorstellung von etwas hatte. Also Krebsenergie kann auf so einer ganz jungen Energie, das ist unser erstes Wasserzeichen, glaube ich, eine gewisse reine Intention haben und vielleicht auch eine gewisse Naivität oder Gutgläubigkeit in etwas sehen oder fühlen und glauben, was vielleicht etwas ist, was du in den letzten 15 Jahren, ja, wo du emotional gereift bist, gewachsen bist und eine Evolution durchgemacht hast. Und Pluto kommt nun, dadurch, dass er jetzt rückläufig 29 Grad steht im Steinbock, und sagt zum Beispiel, dass es halt das Gefühl ist, du hast da aber noch etwas, in dem du noch mehr Verantwortung übernehmen musst. Oder was dir bislang nicht bewusst war und was das allerletzte ist, was für diese Transformation und deinen neuen Weg noch im Hindernis dazu steht. Und wir können sowas durchs Außen sehen. Also es kann sein, dass sowas emotional getriggert wird durch das Außen, weil es eine Opposition ist. Und es ist aber ein ganz, ganz großes Heilungsthema. Also Pluto-Transite bedarfen wirklich viel Heilung, wo es vor allem darum geht, alte Teile, aus denen wir hinausgewachsen sind, nicht mehr mitzunehmen in einen neuen Weg oder in ein neues Ich oder in ein neues Kapitel. Und die Steinbock-Energie ist sehr, sehr logisch, rational, praktisch. Das ist die Erde, das ist
Ja, das ist unser Vaterprinzip eigentlich. Wenn wir Vater und Mutter haben mit dem Krebs, ist das eigentlich das Prinzip, wo wir selber versuchen, eine Balance zwischen diesen beiden zu schaffen. Und das ist unser allerletzter Abschluss sozusagen. Das ist so wie, wenn wir kurz vor dem Abitur stehen quasi, in unserer emotionalen Reife, die wir durchgemacht haben. Und Pluto fordert uns auf und sagt, ja, und da gibt es noch das, wofür du noch keine Verantwortung übernommen hast. Und das kann ein emotionales Muster sein. Das kann eine emotionale Abhängigkeit sein, auch an etwas Vergangenes festzuhalten. Das ist sehr, sehr starke Krebstendenz. Das ist jemand, der bewahrt unsere Vergangenheit. Das ist die Mutter, die das Fotoalbum aufhebt und die Geschichte wahrt. Aber es das heißt auch, da gibt es so eine Nostalgie und auch ein Festhalten an der Vergangenheit. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir sehen, wohin wir gehen wollen, dass es da vielleicht einen jüngeren Teil von dir gibt, der nicht mehr da ist. Und das ist auch in Ordnung. Und das ist diese Naivität oder diesen Traum, den man vielleicht hatte oder die Vorstellung von etwas, was nun einfach nicht mehr da ist oder was vielleicht auch nicht mehr realistisch ist und wovon du dich trennen möchtest. Am 21.07. wird eben dieses kardinale Kreuz exakt stehen. Und das ist eben der Moment, wo es vielleicht sehr emotional werden kann. Aber wo wir auch wirklich das Gefühl haben, okay, hier kommt die Motivation, hier kommt der Wille, weil es ist ein kardinales Kreuz. Und kardinal bedeutet in der Astrologie, das sind alles die Tierzeichen, so wie Widder, Krebs, Waage und Steinbock, die initiieren. Und die haben eine gewisse Führungsqualität. Und die wollen nach vorne und die beginnen etwas und die starten etwas. Also das sind die Menschen, die nicht warten, bis irgendwas passiert, die sondern selber die Dinge in die Hand nehmen. Und auch das ist das Gefühl von einer Vorwärtsbewegung, die natürlich aber, weil es auch in 29 Grad steht, das ist in der Astrologie einfach wirklich ein Finale, ein Grand Finale, der letzte Tanz, der dort getanzt werden muss. Und das ist wirklich ein Prozess, den gehen wir eben nicht seit gestern durch, sondern schon seit einer ganzen Weile. Und der initiiert natürlich zeitgleich den Neubeginn von unserer Wanderung von Mondknoten in Widder und Waage. Wenn du noch nicht weißt, worum es da geht, verlinke ich dir auch gerne das Video dazu oder schreib es dir auch unten in die Infobox, damit du dich ein bisschen vorbereiten kannst, womit es eigentlich dabei auf sich hat und was das vielleicht auch für dich bedeuten kann. Aber es ist für uns allgemein alles die Energie von ich will jetzt, ich mache jetzt und ich warte nicht auf die anderen und ich gucke auch nicht, dass es schön aussieht, sondern ich mache es, weil es sich für mich gut anfühlt und ich weiß es aus dem Bauch heraus. Und was wir dafür aber müssen, ist eben uns als allererstes mit diesem Neumond eben wieder mit diesem eigenen emotionalen Ich zu verbinden. Wir haben an diesem Tag verschiedene Aspekte, die zum Beispiel die Sonne und der Mond bilden. Und wir haben zum einen ein Trigon zu Neptun. Also für alle, die es wissen, Sonne und Mond stehen im Wasser, im Krebs. Neptun haben wir aktuell im Zeichen der Fische, also auch im Wasser. Also alle Wasserzeichen, die späte Gradzahlen haben, haben ein großes Dreieck, ein großes Wasserdreieck. Also es ist eine sehr, sehr intuitive Kraft, die vor allem sehr heilende Energie hat und die wir alle aber unterstützend durch Neptun da haben. Und Neptun, der ist da ja auch nicht seit gestern. Und er hat für viele von uns auch mit Jupiter in den vergangenen Jahren Spiritualität ins Leben gebracht. Und plötzlich wissen wir, da ist eigentlich etwas. Und wir wissen, wir sind eigentlich gar nicht alleine. Und eigentlich ist es auch dieses, wenn ich daran glaube, dass es auch eine Welt gibt, die nicht nur physisch existent ist, dann ist es auch etwas, auf die ich zugreifen kann und die mich auch unterstützen kann und die gar nicht immer gegen mich arbeiten muss, sondern die vielleicht auch für mich arbeiten kann. Für mich ist es dieses, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du nicht alleine bist? Beziehungsweise, dass Hilfe da ist, auf die du zurückgreifen kannst, die dich unterstützen möchte, zu 1000% und die zu 1000% möchte, dass du das bekommst, was du dir wünschst. Und das ist das, nimm die Hilfe an und frag nicht nur, sondern tu auch was. Also es ist schon mit Neptun-Energie auch etwas, wo ich sage, ja, Spiritualität, ja, die sind da und wir können viele Wünsche äußern, aber wir müssen auch was dafür tun. Und die Frage, auch mit Saturn im Fische, ist natürlich, wie wichtig nimmst du Spiritualität? Und wie viel Zeit nimmst du dir auch wirklich dafür, dich damit zu connecten? Das heißt auch, du connectest dich mit dir, du verbindest dich mit dir. Das heißt, wie sicher ist deine spirituelle Praxis? Wie viel Zeit nimmst du dir in deinem Alltag für diese Seite und für diese Auszeit in einer Meditation oder in dem, dass du in Ruhe gehst und dich mit deinen Worten und Gedanken verbindest, indem du selber Tagebuch führst, ein Dankbarkeitsbuch führst, dich mit der spirituellen Welt auseinandersetzt? Tarotkarten nimmst. Wie sehr ist das Teil deines Alltags und wie sehr praktizierst du auch wirklich die Verbindung nach oben und sendest nicht nur raus, sondern verbindest dich wirklich auch und zeigst dich jeden Tag. Also ich sehe das als sehr starke Unterstützung, wo ich aber auch sage, du musst die Beziehung weiterhin aufbauen. Und ein guter Anfang ist auf jeden Fall auch dieser Neptun oder dieser Neumond, meine ich.
Wir haben kurz vorher auch ein Uranus-Sextil. Also Uranus steht dann da am Neumond selbst nicht mehr exakt. Aber Uranus-Energie hat ja schon einiges Neues gebracht. Und das ist auch der Befreiende. Das ist der, der unser Rebell. Aber der dich eben vor allem aus diesen alten Strukturen jetzt auch in den vergangenen Monaten oder auch anderthalb Jahren gebracht hat. Und der dir hilft, auch die Entscheidungen mit starker Intuition zu treffen. Oder mit einer Genauigkeit. Oder auch mit einem gewissen, ja, ich kann das, mit einem gewissen Risiko. Das sind die Neuerungen, die gekommen sind. Und das ist die emotionale Sicherheit, die wir natürlich im Innen suchen müssen. Aber Uranus-Energie kann auch so eine gewisse Art von Verbindung nach oben sein, die sehr intuitiv ist. Und es ist so, wo ich auch denke, wir müssen ja erstmal uns mit dem Inneren verbinden. Wir müssen ja erstmal wissen, was sind meine Wurzeln, wo komme ich her, wie fühle ich mich, um überhaupt rausgehen zu können. Also in der Astrologie ist das vierte Haus und der Krebs, das ist das natürliche Regent. Das ist in deinem Horoskop vielleicht anders. Aber in der Krebsenergie geht es darum, meine Wurzeln zu kennen und eine innere Sicherheit zu haben, ein inneres Vertrauen. Und das ist das, was ich raus in die Welt bringe. Und unser Uranus befreit uns eigentlich davon und sagt dir so, ja, du kannst. Da gab es schon viele Veränderungen. Und unser Jupiter kommt ja gerade hinterher und sagt, ja, wir bringen das auch in die Welt. Wir bringen dir die Möglichkeiten für all diese neuen Sachen, die jetzt da sind, aber irgendwie noch nicht ganz stabil. Wir haben die Venus schon stationär in 28 Grad Löwe und das haben wir ja als den, erstmal über den Sommer hinweg, eine Venus-Rückläufigkeit. Das heißt, Venus ist schon sehr, sehr langsam und im Löwe wird sie natürlich für viele von uns das Thema zu Venus, also zur Beziehung, aber auch Geld, unseren Finanzen, aber auch unserem eigenen Selbstwert sichtbar machen, was sicherlich in den reflektiven Prozess dazugehört für, was brauche ich eigentlich alles und bin ich wirklich zufrieden mit dem, was ich habe oder was möchte ich ändern? Bin ich mit meinem Herz verbunden? Das ist die Leidenschaft, das ist das Feuer, was wir damit haben. Bei diesem Neumond haben wir viel Wasser, viel Erde. Aber unsere Venus-Rückläufigkeit, die spüren wir alle auf unterschiedliche Art und Weise. Dazu kommt auch ein Video, wie das für dich sein wird. Auch noch zeitgerecht. Also markiere auf jeden Fall das Glöckchen, wenn du das Video nicht dazu verpassen willst. Weil das ist der reflektive Prozess, den wir über den Sommer gehen werden. Und dieser Neumond ist aber so ein bisschen dieser Startschuss für dieses, ich will das, aber was muss ich dafür noch tun? Und weil wir quasi an dem Tag die Mondknotenwanderung haben werden, wird Mars nicht mehr der Regent unseres südlichen Mondknotens sein, vom Skorpion, sondern der Regent unseres nördlichen Mondknotens, vom Widder. Das heißt auch, die nächsten anderthalb Jahre sind Widder-Transite, beziehungsweise nicht Widder, sind Mars-Transite besonders bedeutsam, weil sie unseren nördlichen Mondknoten regieren. Und wir haben Mars bereits in der Jungfrau, was sehr aktiv ist, was sehr ist, von wegen wir haben Dinge zu erledigen. Und das ist so gerade der Ingress, also wenn Mars in die Jungfrau kommt, so um den 10. rum, da spüren wir wahrscheinlich so eine Art von Nervosität und wir kommen nicht hinterher, was wir alles erledigen müssen. Aber zum Neumond steht sie schon in Opposition zu unserem Saturn in Fische. Und das ist die Kontrolle, die wir wieder loslassen müssen. Und wo wir merken, wir müssen langsamer machen. Also es ist diese Verlangsamung, die wir merken, dass die sich aufbaut nach diesem Neumond, die Tage da drauf oder bis Ende Juli, merken wir dieses, ah, okay, ich kann gar nicht so schnell, wie ich will. Und das ist so ein bisschen dieses, ja, slow and steady wins the race. Das fällt dem einen oder anderen leichter oder schwerer. Und ich hatte letztens das Bild, dass ich Fahrrad gefahren bin und mir einfach mal gesagt habe, ich lasse mir einfach mal Zeit. Und ich muss nicht die nächste Ampel kriegen. Und ich nehme es einfach so, wie es kommt. Und manchmal hat man das ja, dass man aber so mit den gleichen Leuten irgendwie Fahrrad fährt. Und ich hatte jemanden, der immer wieder schnell losgefahren ist und der immer wieder eine Ampel hatte, aber ich habe ihn letzten Endes immer wieder eingeholt. Und ich kenne das von mir selber, dass ich eigentlich dann ziemlich gestresst bin während des Fahrradfahrens. Und wenn ich aber einfach den Flow mitnehme, wie es kommt, wenn eine Ampel kommt und sagt, stopp, und das ist genau das Feeling, was viele von uns mit Mars in Opposition zu Saturn haben werden, oh, stopp, da gibt es etwas, worum du dich kümmern musst. Wir müssen Prioritäten setzen. Wir können nicht alles auf einmal haben. Das ist so das Gefühl so, okay, dann nehme ich die einfach mit. Und ich gehe nicht in den Widerstand, sondern ich gehe mit dem Flow. Und letzten Endes komme ich genauso auch ans Ziel ohne Stress. Und das ist manchmal auch so ein bisschen die Energie, die wir verstehen, wenn wir uns mit Astrologie auseinandersetzen und zum Beispiel solche Vorhersagen mitnehmen, um nicht mehr diesen Stress zu haben oder das Gefühl zu haben, es müsste irgendwie anders sein. Nein, es ist so, wie es ist, genau richtig. Und es ist jetzt der Zeitpunkt, anscheinend sich auch genau damit auseinanderzusetzen. Ja,
Also ich glaube, es ist eine sehr mentale Energie, die wir so ein bisschen haben durch diesen Krebs Merkur. Nee, nicht Merkur. Stimmt, wir haben eigentlich ein Quadrat zu Jupiter. Mars ist in Jungfrau. Also es ist sehr aktiv, der Geist ist aktiv und wir denken, wie soll es passieren? Was muss ich machen? Welchen Plan muss ich machen? Also bei diesem Neumond geht es eher darum, komm zu dir zurück, du willst nach Hause, du willst zu dir nach Hause kommen. Und das ist dieses Gefühl, um diesen neuen Weg zu gehen, geht es nicht darum zu wissen, wie es passieren soll und was genau du machen musst, sondern es geht als allererstes wirklich darum zu wissen, was ist mein Ziel und es ist ein Gefühl, was du willst. Und das lernen wir auch in der Visualisation oder beim Manifestieren, das Gefühl zu haben, wie würde es sich anfühlen, das alles bereits zu haben. Und du merkst wahrscheinlich einen Widerstand, der dir selber vielleicht auch sagt, das hast du nicht verdient oder das ist unmöglich oder das kannst du nicht, das schaffst du nicht. Das geht nicht. Was werden die anderen sagen? All diese Ängste, Glaubenssätze, alte emotionale Überzeugungen, die auch vielleicht ganz, ganz fest in dir stehen, die eben vielleicht auch diesen aus deiner Kindheit vielleicht auch stammen, das ist so Krebsenergie vielleicht aus deiner Vergangenheit. Dein Widder sagt, ich bin ready, ich will. Aber eine gewisse Geduld muss auch da sein, aber auch das Vertrauen in das Universum. Ja, also du merkst, ich sehe in dieser Energie viel Emotion, starke Intensität. Da kommt was raus, weil bei so einer Spannung, das spüren wir, das wird uns sichtbar. Das ist etwas, wir kommen nicht drum vorbei. Aber du wirst den Sommer über mit einer Rückläufigkeit in der Venus auch verstehen, worum es denn eigentlich geht und was in den zum Beispiel in den Beziehungen nicht richtig läuft. Welche Beziehung dich vielleicht auch noch daran hindert, weiterzukommen. Sind die Leute eigentlich in deinem Umfeld unterstützend in dem, was dein neues, authentisches Ich auch bringt? Manche Leute mögen die Veränderung nicht und sie werden es dir zeigen, weil sie wollen, dass du gleich bleibst wie sie, weil sie wollen, dass du in dem gleichen Rhythmus bleibst wie sie. Aber wenn du schneller wächst und wenn du schneller vorangehst, dann musst du eigentlich nicht nach hinten gucken, sondern nur nach vorne. Und wer vielleicht an deiner Seite ist und ob dieser Mensch an deiner Seite weiterbleiben möchte oder sozusagen auch Widerstand zeigt. Das ist ein Bauchgefühl, was sicherlich für den einen oder anderen auf der Beziehungsebene auch sicher spürbar wird. Ja, also, wer möchte gerne wissen, wie ihn das selber persönlich betrifft? Wir alle natürlich. Und deswegen habe ich mir gedacht, gehen wir alle 12 Sternzeichen durch. Das heißt, letztes Mal gab es ein bisschen Verwirrung. Schau dir gerne die Vorhersage für dein Sonnenzeichen und für den Aszendenten an. Auch gerne für den Mond. Denn es geht hier vor allem um den Mond und es geht hier um eine sehr emotionale Sache. Das heißt, du verstehst vielleicht auch, vielleicht, wenn du es ein bisschen nachvollziehen möchtest, wie die Aspekte stehen. Aber lass dich von Vorhersagen, gerade wenn du versuchst, Astrologie nachzuvollziehen, nicht so sehr von den Termini ablenken, gerade wenn du noch am Anfang stehst, in dem, wie Astrologie du es wirklich verstehen kannst. Das heißt, hör einfach nur zu. Deine Sonne, das stimmt immer, das bist du. Und auch dein Aszendent, das bist du. Und beides ist natürlich auf dem Ganzzeichenhäusersystem beruhend, weil das sind allgemeine Aussagen, so machen Astrologen das nun. Aber deren Gültigkeit und Wahrheit ist trotzdem da. Und hör genau zu. Und wenn du aber dich mit Astrologie besser auskennst, dann schaust du, wo du 24 Grad bzw. 25 Grad Krebs genau im Horoskop hast und wo dieser Neumond genau für dich stattfindet. Das heißt, steht es in einem anderen Haus, als wie ich es von Aszendent habe, also Aszendent, nicht Sonne. Dann schau dir das an von deinem Horoskop. Wo habe ich 25 Grad Krebs? In welchem Haus? Und schau dir dann noch ergänzend, bitte ergänzend, das Video dazu an. Hallo, lieber Widder. Dieser Neumond findet in deinem vierten Haus statt. Also alles rund um das Thema Familie, Zuhause, deine Häuslichkeit, aber auch deine Privatsphäre oder inneres Erleben. Das heißt, das kann sich einerseits wirklich physisch auch so ausdrücken, dass du gerne am Neumond zu Hause sein möchtest und dich einfach stärker mit deiner Intuition verbindest und in den Rückzug gehst. Und jetzt ist natürlich aber die Frage, was bedeutet das Zuhause? Fühlst du dich wohl in deinem Zuhause? Fühlst du dich wohl und sicher in deiner Familie? Oder hast du einen neuen Wunsch nach einer Familie oder nach einem neuen Zuhause? Das ist etwas, wofür du mit diesem Neumond eine neue Intention setzen kannst. Und grundsätzlich geht es für dich ja nun darum, weniger Kompromisse einzugehen.
Und was passiert bei diesem Neumond ist natürlich, dass die Familie und das Zuhause sehr, sehr wichtig wird. Oder auch irgendwie, ja, du dort einen Neubeginn starten möchtest, aber so Verantwortungen im Außen dich auch rausziehen. Also da gibt es ganz viel Druck sozusagen, vielleicht ist es wirklich beruflich, dass da jemand was von dir möchte oder dass es eine Verantwortung auf der Arbeit gibt, die eigentlich dich so ein bisschen davon abhält, deine, ja, vielleicht deine innere Ruhe zu finden oder deine innere Sicherheit oder deine innere Ausgeglichenheit, die du dir eigentlich wünschst. Und was ja nun mit der Mondknotenwanderung passiert, ist, dass du weniger Kompromisse eingehen wirst. Also es ist ein Fokus auf dich, was du brauchst, und es ist ein sich damit verbinden, emotional, intuitiv. Also wirklich mit dem Gefühl, wo du als Widder auch gerne vielleicht ja, mit Mars das gerne sofort machen wollen würdest, der ja nun dein Herrscherplanet ist, der aber in Opposition zu Saturn steht, wirst du auch schnell merken, ich kann gar nicht so schnell, wie ich da will. Und alles, was ich da draußen schaffen will, das ist etwas, wo es aber eigentlich bei mir anfängt. Einerseits emotional, aber durch die Opposition mit Saturn sicherlich auch gesundheitlich. Also achte wirklich drauf, was dein Körper braucht und geh einen Schritt zurück. Also es ist etwas, wo du physisch wirklich an deiner Gesundheit arbeiten kannst, aber auch psychisch und emotional dich damit verbinden kannst, welches Gefühl du eigentlich etablieren möchtest für diesen Neubeginn, bei dem du bevorstehst. Also die Veränderungen kommen ja und die werden sich sicherlich auf jeglicher Ebene für dich zeigen. Aber es ist vor allem dieses Gefühl zuzulassen, was an diesem Neumond für dich hochkommt und welches Gefühl du manifestieren möchtest für deinen weiteren neuen Weg. Hallo lieber Stier, dieser Neumond findet in deinem dritten Haus statt und das ist das der Kommunikation, des Lernens. Also hier machen wir Kurztrips, verbinden uns mit unserem nahen Umfeld, so wie unseren Geschwistern, Nachbarn. Und wenn hier ein Neumond stattfindet im Zeichen des Krebs, dann geht es vor allem darum, ja, vielleicht wahrscheinlich um die Kommunikation, achtsamer Intention zu setzen oder vielleicht auch grundsätzlich dein Geist, wirklich darauf zu achten, was möchte mir mein Geist eigentlich sagen? Also du bist sicherlich bereit für die ganzen Veränderungen, die bereits in dein Leben gekommen sind, als Stier in den letzten 18 Monaten. Aber jetzt ist so eine gewisse Rastlosigkeit vielleicht auch in dir drin. Also es ist jetzt so ein bisschen dieses, du suchst was Neues, vielleicht ist es auch in deiner Umgebung. Und es ist wirklich dieses, manche von uns möchten ausbrechen, aber für manche von uns bedeutet das auch einfach mal zu gucken, okay, was gibt es denn eigentlich Neues in meinem Umfeld? Und wie reflektiert eigentlich mein Umfeld das, was ich auch selber spüre oder was ich spüren möchte? Repräsentieren eigentlich so meine Freunde oder ja, diese Nachbarschaft, in der ich lebe, repräsentiert die eigentlich meinen Teil meines neuen Ichs? Vieles ist aber immer auf geistlicher Ebene, finde ich, im dritten Haus. Und gerade mit einem Neumond ist es eigentlich ein Bewusstwerden. Also schreibe dir auf jeden Fall was auf, journal, vielleicht setz auch eine Intention, zukünftig achtsamer auf deine Kommunikation zu achten und wirklich mit Gefühl zu sprechen. Also es ist dieses, du möchtest dich vor allem damit verbinden, über was wirklich, wirklich Wichtiges zu sprechen, was dir emotional wichtig ist. Dadurch, dass die Venus ja rückläufig verlaufen wird in deinem vierten Haus, denke ich, ist das vor allem ein Prozess, wo du dich eben mit deinem eigenen Innerlichen wieder connecten wirst über den Sommer und hierfür eigentlich eine Intention setzen möchtest. Welche Gespräche möchte ich eigentlich führen? Welche Arten von Gesprächen möchte ich führen? Vielleicht möchte ich viel sensibler eigentlich sein in Gesprächen und vielmehr ja, darauf achten, dass ich wirklich von Herzen spreche. Grundsätzlich sind alle Aspekte ja eher unterstützend, weil sie Wasser und Erde sind. Also es ist so das Gefühl, im dritten Haus, wir haben viele Ideen, viele Möglichkeiten und wie ich gesagt habe, da vielleicht durch diese Uranus-Energie gibt es so eine Rastlosigkeit. Und was hier aber passiert, ist ja so ein Slowdown. Also du sollst eigentlich ruhig werden und das ist auch dieses, ja, vielleicht hast du eher das Gefühl, ich muss den Plan haben und ich muss jetzt planen, 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 ich muss jeden Schritt wissen, ich muss die Details kennen. Und für diese Manifestation geht es aber wirklich nur darum, dich auf das Gefühl zu verlassen. Und der Neptun-Einfluss hilft dir eigentlich, dich mit der Intuition zu verbinden und weniger auf die Details zu achten und weniger darin auch feststecken zu bleiben, in dem, wie soll das passieren, was soll dann passieren, wann soll das passieren, sondern dich wirklich eigentlich einfach nur mehr damit zu connecten, also auch mit deinem Geist. Also, liebe Stiere, geht auch gerne in die Meditation. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann ist das etwas, was euch sicherlich auch vor allem mit der Unruhe, die vielleicht mehr oder weniger noch stärker da ist, helfen kann. Hallo, liebe Zwillinge, dieser Neumond findet in Krebs in eurem zweiten Haus statt. Und hier geht es um, ja, ganz klar Geld, unser Besitztümer, unsere Ressourcen. Also für was wir, ja, was wir wertschätzen und wofür wir unser Geld gerne ausgeben. Aber auch so eine eigene Selbstwertschätzung. Und das ist ein Thema, was ich eben einerseits finanziell ausdrücken kann, dass du hier eine neue Intention setzen möchtest. Dass du sagst, ja, ich habe da so ein Ziel und ich möchte auf etwas sparen, ich möchte mir etwas kaufen. Oder es ist dieses, ich möchte ein neues Ziel setzen, ich möchte eine neue Wohnung. Und jetzt geht es darum, das zu manifestieren. Also für euch ist das vor allem, glaube ich, immer eine, ja, eine visuelle Aufgabe. Und Merkur ist der wird im Quadrat zu Jupiter stehen.
Das heißt auch, da sind so gut Zukunftsgedanken und die sind ganz optimistisch. Und für euch geht es aber so ein bisschen darum, euch emotional vielleicht auch damit zu connecten, wie beeinflusst mich eigentlich auch mein Besitz oder diese Geldsorgen oder die Gedanken um das Geld? Wie beeinflussen die eigentlich, wie ich mich fühle? Also mein Selbstwert auch. Und das ist etwas, womit du dich aber connecten kannst, wo du auch etwas, ja, eine neue Intention setzen kannst, dich auch sicher zum Beispiel vielleicht mit dem Geld zu fühlen oder zu sagen, ja, all das, was ich mir wünsche, das ist auch möglich, es wirklich zu visualisieren, also das Gefühl zu haben, was, wie würde ich mich fühlen, wenn ich das schon hätte, wenn ich in diesem Haus sitzen würde oder in diesem Auto. Also es ist einerseits materiell, aber es ist auch oftmals eher dieses ein selbstbestärkendes Gefühl, womit ihr euch, glaube ich, verbinden möchtet. Und ihr habt sehr viel daran gearbeitet. Und ich glaube, gerade weil Saturn und Neptun in eurem 10. Haus sind, ist es so ein bisschen dieses, du hast ja auch dafür gearbeitet. Also du verdienst das auch. Und das ist etwas, weil du die Arbeit gemacht hast, ist es jetzt ein neuer Ursprung von, was ist mir wirklich wert? Und was möchte ich eigentlich, ja, wofür möchte ich eigentlich mein Geld ausgeben? Also ich glaube, dass es eine Phase ist, wo du sehr, sehr ehrlich sein musst mit dir und mehr Selbstbewusstsein aufbauen kannst. Also gerade durch diese Venus-Rückläufigkeit, durch dein 3. Haus, sind es vielleicht auch Unterhaltungen, die du führst. Also vielleicht sind es Menschen oder diese Überarbeitung von deinen Produkten oder von deinen Dienstleistungen, die dir helfen, zum Beispiel eine neue Geldquelle auch zu manifestieren. Also du gehst in so einen Revisionsprozess über den Sommer und diese Intention aber zum Neumond ist etwas, was möchte ich denn wirklich für mich haben? Was möchte ich für mich haben? Wie möchte ich mich dabei fühlen? Also es ist wirklich was, im 2. Haus wollen wir physisch manifestieren und für dich ist es ein guter Zeitpunkt, wirklich die solche Ziele auch zu setzen und vor allem dich emotional damit zu connecten. Hallo lieber Krebs, dieser Neumond findet in deinem 1. Haus statt und ist auch in deinem Zeichen, deswegen also dein Neumond. Und wenn du Geburtstag hast, Happy Birthday. Und gerade auch wenn dieser Neumond um deinen Geburtstag herum stattfindet, dann ja, lass dir gesagt sein, das ist ein Neustart. Letzten Endes ist es etwas, wo du Zeit für dich nehmen solltest, für dich und deinen Körper, aber auch für deine Lebensziele. Es ist wirklich was, wo du dich mit dir selbst connecten kannst. Also was spüre ich an diesem Tag oder um diese Zeit herum? Und es kann für dich, glaube ich, wirklich deutlich emotionaler werden. Und weil die Sonne integriert ist, ist ja die Sonne, die regiert dein 2. Haus. Da geht es wirklich auch um dieses wertvoll, um das Gefühl von wertvoll sein. Und dadurch, dass die Venus auch durch dein 2. Haus rückläufig verlaufen wird, wirst du ja über den Sommer deine Werte überdenken und auch dein Selbstwertgefühl. Und bei dir wird so viel passieren, weil die Mondknoten eben in dein 10. und 4. Haus wandern werden, sodass da ganz eine große Herausforderung natürlich für dich da ist. Und die ist sicherlich auf der Beziehungsebene. Und das ist nicht was seit gestern, sondern du hast seit vielen Jahren, schon seit 2008, mehr oder weniger auf der Beziehungsebene viel Transformation erlebt. Und das ist etwas, was sich jetzt nochmal zu diesem Zeitpunkt auch als herausfordernd darstellen kann. Und was dir helfen kann, ist eigentlich, dass du dich vor allem mit deinen Freunden und deinem Netzwerk connecten kannst. Also ich glaube, es ist so, du hast da eine Vision, da ist ja was Neues da für dich, da ist was Neues gekommen, da sind neue Leute, da sind neue Lebensträume. Und dafür musst du aber auch verstehen, dass etwas gehen muss. Und vielleicht ist es auch eine Beziehung, die dich dazu herausfordert. Dich vielleicht auch so ein bisschen sagt, so, ja, du hast doch sonst immer alles gemacht, warum machst du das nicht mehr? Und das ist dein nördlicher Mondknoten Widder im 10. Haus. Die 18 Monate willst du deinen eigenen Weg gehen und du willst Grenzen setzen und du willst ganz klar stärker sagen, was du eigentlich willst und weniger darauf achten, was eigentlich die anderen machen. Und gerade eine Opposition zum eigenen, also 1. 7. Haus mit Pluto, das gibt schon das Gefühl, dass das Außen dich konfrontiert und dass das Außen sagt, nee. Oder dass das Außen dir dich wieder klein fühlen lässt. Aber es ist oftmals eine Reflexion, also Pluto, was heißt oftmals? Es ist eine Reflexion in dir drin. Und es ist eine Angst oder Unsicherheit, die dich bislang davon, ja, vielleicht auch abgehalten hat. Aber der Prozess kommt ja nun zum Ende und du möchtest dafür wirklich etwas loslassen. Und das ist der südliche Mondknoten im 4. Haus, perspektivisch, dass du da gewisses Karma loslassen möchtest. Und diese 29 Grad, das heißt, du bist auch bereit. Du hast so viele Jahre auch schon an dir gearbeitet und auch gerade auf der Beziehungsebene. Du bist jetzt mehr näher daran, was du eigentlich möchtest, wohin du gehen willst. Und jetzt kommt dieses Gefühl von, ich mache das auch. Und du wirst nochmal herausgefordert, aber vertrau auf deine Intuition und dein Gefühl. Weil dieser Neumond ist in deinem Zeichen. Neptun ist unterstützend da. Saturn. Wir sind hoffnungsvoll und er wird dich ja auch weiterhin unterstützen, je nach Gradzahlen dieses Jahr, sonst auch in den nächsten anderthalb Jahren. Du bist auch nicht alleine. Da sind Menschen um dich rum.
Das ist das, was ich in deinem 11. Haus sehe. Da sind Leute, die dich unterstützen können. Und gerade mit diesem Krebsmond geht es um eine emotionale Reife, wo du auch sagst, ja, ich kann mir auch Hilfe holen oder ich kann mich unterstützen lassen. Ich kann auch sagen, dass ich Hilfe brauche und diese Leute werden für dich da sein. Hallo, lieber Löwe. Dieser Neumond findet in deinem 12. Haus statt und zwar im Krebs. Und das 12. Haus, das ist ja eigentlich ziemlich nebulös. Da löst sich alles auf, da können wir nicht klar sehen. Hier geht es um Endungen. Aber auch ganz klar um eine Spiritualität, die wir auch dort finden. Wenn wir nicht ganz klar sehen können, müssen wir vertrauen. Also es ist ein recht mysteriöser, emotionaler Neumond für dich, der vielleicht auch versteckte Dinge vielleicht für dich hervorholen kann. Und das heißt auch vor deinem Geburtstag, das ist immer so, in der Krebssaison vor deinem Geburtstag, gehst du nochmal nach innen und du schaust nochmal nach innen. Und das ist dieses, du wirst dich sehr wahrscheinlich zu diesem Neumond auch zurückziehen und in die Ruhe gehen und vielleicht sogar in die Meditation, wenn es eine Praxis schon ist. Oder grundsätzlich dich auch mit dem Wasser verbinden. Also wenn du kannst, mach einen Spa-Day. Zieh dich zurück, zieh dich aus dem Hustle raus oder nimm dir aktiv Zeit für dich. Du kannst zu dieser Zeit sehr lebendige Träume haben, vielleicht auch aktive Visionen empfangen, Nachrichten, Messages. Aber ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass du, ja, dass da eigentlich gerade viel los ist für dich. Also karrieremäßig passiert ja ganz viel. Ich kann mir vorstellen, dass es dieses Mal um den Status die Änderung geht, dass dein Titel sich verändert. Und das kann sein, weil du die Karriereleiter aufsteigst oder weil du jetzt einen anderen Job machst oder weil du Mutter geworden bist oder weil du dich scheiden lässt. Also irgendeine eine Änderung im Äußeren steht bevor und das ist etwas, wo du ganz klar nochmal in dich gehst, um das zu reflektieren und vielleicht auch anzunehmen, dass du dich dafür bereit machst. Wir haben die Opposition zu Pluto im 6. Haus und das ist das, was halt noch sich aufbaut. Und das ist ein Gesundheitsthema, was aber natürlich beim 12. und 6. Haus sehr mental, physisch, psychisch uns anspricht. Also es ist auf mehreren Ebenen, wo ich glaube, dass dir sicherlich vielleicht auch nochmal zu diesem Neumond ein Muster bewusst wird. Etwas Emotionales, was dich bislang zurückhält. Wirklich ein, weiß ich nicht, ob es ein Verhaltensmuster ist in deinem Alltag, eine Essgewohnheit oder die Arbeit, das Problem ist immer noch da. Und das ist etwas, was du lösen möchtest oder was du auch loslassen musst. Also vielleicht eine gewisse Überzeugung. Dadurch, dass wir Neptun im 8. Haus haben, ist es sehr wässrig. Also wo ich das Gefühl habe, hier geht es viel darum, etwas loszulassen. Nochmal tief in dich zu gehen. Es ist so ein Clearing. Also wie kann ich das sagen? Eine Reinigung. Also es ist ein sehr, sehr heilsamer Neumond, gerade auch für dich. Der nochmal dich sicherlich auch mit einer Angst konfrontieren kann. Aber ja, ich glaube, da bleibt gleich mein Hals stecken. Das Reading ist auch für mich. Ich glaube, du möchtest die Connection haben. Du möchtest dich verbinden. Und das ist die Intuition, die da ist. Und das ist der neue Samen, den du setzt, wo du einen heilenden Samen setzt in dein tiefes Unterbewusstsein, wo du sagst, nein, ich vertraue darauf, dass der neue Weg, den ich noch nicht kenne, und alles Neue, was in meinem Leben ist, da sein soll. Und selbst wenn das Außen mich ganz halt fordert und ich viel arbeiten muss und viel da ist, geht es wirklich viel darum, die Balance zu finden und dein Gleichgewicht im Außen sowie im Innen. Und das ist vor allem eine innere Haltung, die du, glaube ich, mit diesem Neumond als gute Intention für deine kommenden Monate setzen kannst. Hallo, liebe Jungfrau, dieser Neumond findet in deinem 11. Haus statt. Und das ist das der Freunde, deinem Netzwerk, deiner Community. Auch Ziele und Visionen haben wir hier. Aber auch wirklich so Geld, was wir passiv einnehmen können. Also es ist auch ein Einkommenshaus. Was wir so ein bisschen, glaube ich, auf einer gesellschaftlichen Ebene haben, ist dieses, dass du dich wieder mit deinen Freunden mehr connecten möchtest. Also da ist ganz, ganz starke Verbundenheit, die du emotionale Nähe, die du auch zu Freunden suchst und die du vielleicht auch verloren hast. Und wo es jetzt darum geht, dass du dich wieder mit denen connecten möchtest und das wieder aufnehmen möchtest und dass du vielleicht auch ein neues Gefühl haben möchtest von der emotionalen Sicherheit in deinem Freundeskreis. Und der Merkur ist noch in deinem 12. Haus, weshalb, und das ist ja dein Herrscher, weshalb ich das Gefühl habe, dass das alles noch so ein bisschen so eine verträumte Qualität hat und auch so ein Gefühl von, du willst eigentlich mehr Zeit für dich haben, weil du so viel gemacht hast und so viel getan hast und du hast wahrscheinlich auch jetzt in der letzten Zeit irgendwas Neues gelernt, du hast vielleicht eine Ausbildung gemacht oder musstest irgendein Projekt abschließen, hast du berufliche Weiterbildung gemacht, also irgendwas, was du, wo du viel Fokus drauf hattest und wenig Zeit für dich, merkst du jetzt, dass du das eigentlich gerne möchtest. Und die Frustration ist natürlich groß, weil wir eine Opposition auch zu Saturn haben werden mit Mars, der ja in Jungfrau dann ist. Und da geht es so ein bisschen darum, dass du frustriert sicherlich bist. Und das auf der Beziehungsebene.
Und diese Frustration musst du loslassen. Also es geht viel um das Thema Loslassen und es geht auch viel darum, ja, vielleicht auch erstmal diese Realität, die da ist, auch anzuerkennen, die dir auch sagt, es geht alles nicht so schnell. Und dass du dir aber auch Rat holen kannst. Also gerade als Jungfrau, ich glaube, du kannst ja diese Probleme, die sich ja da vielleicht sichtbar machen auf der Beziehungsebene, vielleicht wenn du einen festen Partner hast mit deinem Partner oder auch dem Wunsch nach einem Partner und der ist noch nicht da, ist diese Partnerschaftsfrage oder grundsätzlich diese Partnerschaften und Beziehungen, die in deinem Leben, welche auch immer das für dich ist, die dir gerade so ein bisschen Probleme bereitet und die dich mit was konfrontiert und vielleicht auch Frustration auslöst, das ist etwas, worauf du dich aber mit deinem Freundeskreis stützen kannst und die dir helfen können. Also der nördliche Mondknoten wird in dein achtes Haus wandern. Das heißt, für dich wird es deutlich, ja, so ein bisschen psychologischer und du wirst dich vielleicht auch mehr tiefgründiger mit dir selber auseinandersetzen, aber auch grundsätzlich mit der Frage von Intimität und Nähe und dass das was ist, was du gerne möchtest. Und ja, dadurch, dass Saturn eben in deinem siebten Haus sein wird, ist das etwas, wo du ganz klar merkst, okay, meine Beziehungsebene, wo kriege ich eigentlich meine Bedürfnisse befriedigt und wo sind vielleicht auch Freunde etwas, was mir wieder neue Energie geben kann? Also fokussiere dich wirklich auf den Wunsch und das Support und deine Vision, die du eigentlich für dich hast und wisse, dass die auch da sind. Also ich glaube, für dich ist das ein Prozess, der erst so zum Herbst und zur Jungfrau-Season wieder sichtbar für dich sein wird, weil Merkur wird auch rückläufig verlaufen in der Jungfrau. Also du gehst eher durch so einen Reflexionsprozess, was dir dann eher, wo du dich jetzt wieder, wie gesagt, mit deinem Gefühl connecten musst und wirklich vielleicht dich auch die Freunde aktiv suchen musst und dich einfach mit ihnen austauschen musst, um dieses Gefühl auch wieder zu haben. Hallo, liebe Waage, dieser Neumond findet in deinem 10. Haus statt und das ist das deiner Karriere und deiner öffentlichen Reputation, deinem sozialen Status, also sichtbar für die anderen. Und du möchtest hier ganz klar mit dem Neumond eine neue Intention setzen. Ich glaube, du möchtest hier einen Neubeginn haben, beruflich, dich wirklich wieder mehr mit dem zu connecten, was du wirklich fühlst und was eine emotionale Verbindung wieder auch vielleicht dazu aufbauen. Du wirst ja so ein bisschen die nächsten 18 Monate in den Fokus geraten und ich glaube, du überlegst wirklich Job bezüglich, ja, bezüglich beruflich oder auch dem, wer du da eigentlich im Außen sein willst, dass es da eine gewisse Verantwortung gibt, die du übernehmen möchtest, wo du aber ganz klar einen neuen seinen neuen Samen setzt, der dich damit verbinden soll, ob das etwas ist, was du wirklich fühlst. Weil wir alle kommen in so eine Richtung, wo wir weniger darauf achten, was die anderen eigentlich denken von uns und wir wirklich mehr in so eine Selbstbestimmtheit kommen. Und ich glaube, dass du durch die Opposition sicherlich merkst, dass es eben nicht nur beruflich ist, wo du leben willst, sondern ein starker transformativer Prozess ist, der nun kommt und den du nun letztendlich realisieren wirst, dass Beziehungen teilweise dich davon auch zurückhalten. Also, das, ja, es kann emotional aufführend sein, weil es eben so im Außen ist und sichtbar ist. Und dadurch, ja, dadurch, dass das achte Haus so viel los ist mit Uranus, Jupiter, habe ich das Gefühl, es muss auch wirklich einen Fokus auf eine emotionale Gesundheit geben, eine physische Gesundheit. Und du hast vielleicht das Gefühl, ich schaffe das nicht, ich schaffe das alleine nicht. Aber durch die Venus-Rückläufigkeit, ja auch, durch dein elftes Haus, ich glaube, es gibt Freunde, die dich auch supporten und die dir sagen, nee, du kannst das. Und die zeigen dir, dass du das genau brauchst vielleicht, dass diesen Neubeginn, vor dem du vielleicht selber noch Angst hast und vielleicht eine tiefe Unsicherheit hast, diesen neuen Weg zu gehen. Das ist aber etwas, was, wo du merken wirst, wirklich wahre Freunde unterstützen dich und ja, und wollen auch, dass du dich veränderst und wollen, dass du eine gewisse, ja, dass du vielleicht besser Grenzen aufsetzt. Also für dich musst du wissen, du kreierst auch deine eigene Welt und du bringst immer etwas rein und bringst viel rein. Und das kardinale Kreuz, das wirst du merken, aber es geht darum, dich eben wieder mit deiner Intuition zu verbinden und weniger im Kopf, sondern mehr im Herz zu sein und in dem Gefühl. Und nicht zu wissen, wie es jetzt gehen soll. Ich glaube, es ist wirklich dieses, das kommt. Wenn du dich wirklich mit dem Herz verbindest und dem weißt, was dich wirklich gut fühlen lässt, dann ist das eine Entscheidung, dass die wird dir leicht fallen und dein Weg wird dadurch auch klarer werden. Also, du kannst selber, glaube ich, eine Vision herausbringen, gerade durch die Rückläufigkeit im Sommer und durch den Transit von den Mondknoten. Bist du auf jeden Fall mit diesem, mit diesem Neumond, ja, stehst du wirklich an einem Punkt von einem Neuanfang, den du wirklich bewusst selber manifestieren kannst zu diesem Zeitpunkt. Hallo, lieber Skorpion, dieser Neumond findet in deinem 9. Haus statt und das ist ja das von unserer Vision, beziehungsweise, nee. Hallo, lieber Skorpion, dieser Neumond findet in deinem 9. Haus statt und das ist ja das, wo wir ferne Reise unternehmen, wo wir unseren Glauben finden, unsere Philosophien, Lebensphilosophien, ja, unseren Optimismus, woran wir eigentlich glauben.
Und das ist manchmal auch eine Wissenschaft oder eine höhere Bildung, die wir da anstreben. Und mit einem Neumond ist das vielleicht eine neue Intention, die du dort setzt. Vielleicht hast du selber das Gefühl, du möchtest wieder etwas Neues lernen oder du möchtest einen neuen Bildungsweg anstreben. Vielleicht möchtest du auch eine Fernreise planen. Dadurch, dass wir die Pluto-Opposition im dritten Haus haben, ist es sicherlich aber ein geistlicher Konflikt, der da stattfindet. Und sicherlich auch ein Dialog, der da vielleicht dich auch daran behindert. Vielleicht ist das ein Satz von wegen, das schaffst du nicht oder das kannst du nicht oder das solltest du nicht. Oder es ist sehr pessimistisch manchmal auch mit Pluto, ne? Also es ist eine Angst, die sich dir sichtbar macht oder etwas, wo du sagst, ah ja, um diesen neuen Weg zu gehen, ist es aber auch etwas, dass ich da etwas von etwas loslassen muss. Vielleicht auch von einem Glaubenmuster oder einer Überzeugung. Manchmal ist das auch dieses, wo wir sehr faktisch und sehr klein denken und aber ins neunte Haus gehen wollen. Du möchtest dich mit deiner Intuition verbinden. Und ja, vielleicht musst du auch einfach wieder dich damit selber einen Lehrer finden oder einen Mentor, jemanden, der dir auch den Weg zeigen kann. Du machst vieles alleine mit dir aus. Aber dieser Neumond ist ja unterstützt von Saturn, Neptun, Wasser. Ja, und das Quadrat fordert dich so ein bisschen darauf, aber zu fokussieren und zu sagen, so, ja, aber was willst du denn wirklich? Und das ist die Herausforderung, die wir manchmal brauchen, die uns das Gefühl gibt, okay, ich muss nach draußen und ich muss mich mit den Leuten connecten. Das ist das ist Mars in deinem 11. Haus, wo du sagst, ja, ich habe diese Leute und das ist wichtig für meine Karriere und ich muss da rausgehen und ich muss beschäftigt sein und ich muss mich connecten und ich muss mich zeigen. Und du willst diese ganze Arbeit machen, aber Saturn sagt auch ganz klar, so schnell geht's nicht. Ich glaube, jeder von uns braucht manchmal auch eine Unterstützung oder einen Rat von außen und den kannst du dir auch suchen, weil wir alle sind immer Lehrer und auch Schüler und das bleiben wir ewig. Und für dich ist es, glaube ich, wirklich dieses, sich aus der Komfortzone zu bewegen. Das macht dir vielleicht jetzt Angst. Aber dieser Neumond hilft dir auch, dich mit dem Gefühl zu verbinden. Was wäre denn, ja, wenn du das alles hättest, wenn das bereits schon da wäre? Also es ist ein sehr optimistisches Haus. Mit Deptun sind wir sehr kreativ. Es ist recht romantisch. Also es heißt auch dieses, wie kannst du selber, ja, da vielleicht wieder was aufnehmen, was dich eigentlich auch erfüllt, emotional. Und das ist vielleicht eine Reise, die du lange geplant hast und aufgeschoben hast. Oder das ist eben ja dieser Bildungsweg, den du irgendwie bislang nicht gegangen bist und der jetzt aber wieder hochkommt. Ja, und das Einzige, was dich darin hindert, ist vielleicht noch dieses, ja, das zu klein denken, zu pessimistisch denken. Also lieber Skorpion, ich weiß, es ist viel passiert, aber nutze das wirklich, dich mit der Verbindung und den Emotionen, dem Gefühl zu verbinden, eine Intention zu setzen für den neuen Weg, der ja nun kommt, wo du sicherlich deine Kreativität oder Leidenschaft auch mehr in den Fokus setzen möchtest. Das ist das Feuer. Also, lieber Skorpion, viel Unterstützung von mir für dich. Hallo, lieber Schütze. Dieser Neumond findet in deinem 8. Haus statt und das ist das Jahr, wo wir unsere Ressourcen teilen. Also ja, das ist eine finanzielle Achse. Hier geht es um das Geld, was wir auch mit anderen vermengen oder wo wir das Geld von anderen Leuten nutzen können, um stärker zu sein, um mehr zu erreichen. Also es ist aber auch da, wo wir uns emotional, physisch, psychisch, karmisch verbinden mit anderen Leuten. Und gerade im Krebs ist es eigentlich was, ihr habt eine emotionale Seite und im 8. Haus ist die aber nicht ganz sichtbar manchmal. Und mit diesem Neumond kommt eine neue Intention, das vielleicht auch mehr zuzulassen in deinen intimen Beziehungen. Eine sensible Seite vielleicht zuzulassen, wo du auch ja, dich vielleicht mehr auf deinen Partner unterstützen lassen kannst, die Ressourcen deines Partners nutzen kannst. Vielleicht kommen da auch welche. Es ist eine finanzielle Frage, wo wir oftmals, finde ich, auch ja, uns schon Gedanken darüber machen, wie könnte ich denn mein Geld auch vermehren? Aber manchmal müssen wir auch dafür ganz ehrlich sein, was ist denn da eigentlich? Vielleicht das ist auch das Haus, wo wir Steuern zahlen müssen, Schulden begleichen, vielleicht wo wir auch ja, Geld leihen, beziehungsweise wie nennt man das, einen Kredit bekommen. Und dadurch, dass wir Pluto im zweiten Haus haben, der ja zurückgekommen ist in den Steinbock, geht es, glaube ich, wirklich darum, dass du ganz, ganz ehrlich deine finanzielle Situation betrachtest. Und ja, vielleicht nochmal überlegst, okay, was wäre denn die nächste größere Investition, die ich leisten müsste, um vielleicht so eine gewisse finanzielle Stabilität oder Sicherheit zu gelangen. Das heißt, jetzt wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, um einen Kredit zu fragen oder eine Intention zu setzen. Ich glaube aber auch, es ist so, emotional eine Achse, wo wir wirklich so einen psychologischen Tiefgang ja auch machen und beim zweiten Haus ja ganz klar auch wissen, okay, aber das sind meine Werte und das ist mein Hab und Gut. Und durch das kardinale Kreuz ist es aber auch so, naja, aber da gibt es ja auch einen neuen Weg, den du gehen möchtest.
Und du möchtest jetzt zum Beispiel auch ja, eigentlich viel mehr Geld aus deiner Kreativität machen, vielleicht auch, beziehungsweise deine Leidenschaften wieder ernster nehmen. Und dafür ist es vielleicht auch etwas, dass du ein bisschen Geld in die Hand nehmen musst, um so einen neuen Weg zu gehen. Ja, da ist viel Arbeit irgendwie momentan. Das heißt auch, ja, du musst so ein bisschen loslassen, glaube ich, von der Kontrolle, die du vielleicht hast, indem du in der Vergangenheit stecken bleibst. Das sind so Muster, die dich vielleicht klein halten, noch mehr Geld zu generieren. Es ist viel Wasser, was so für dich vielleicht zu viel ist als Schütze. Du hast Saturn im vierten Haus, Neptun ist auch da und es ist so ein bisschen dieses, da verändert sich emotional gefühlt, glaube ich, was. Vielleicht ist die Bereitschaft für die Familie da, die Bereitschaft, ja, vielleicht ruft dich das zu Hause und hast mehr Verpflichtung, aber du selber änderst vielleicht auch emotional gerade etwas. Und weil du jetzt vielleicht bereit bist, dort sesshaft zu werden, vielleicht ein Zuhause zu finden, ist das etwas, wo du emotional jetzt eine neue Intention setzt und dich vielleicht auch emotional öffnen kannst. Also ich glaube, es ist so ein bisschen dieses, du willst intensiver und du willst dich vielleicht auch vertrauen und vielleicht auch die Kontrolle loslassen, was du wirklich mit diesem Neumond im Krebs, da kannst du alte Muster, die dich noch festhalten, wirklich loslassen und die dich daran hindern, diesen neuen Weg zu gehen. Also lass es einfach durch dich durchgehen, Emotionen, lieber Schütze, ich weiß, nicht so dein Ding. Also die tiefen Gefühle, die dann doch manchmal sehr wässrig sind, lass sie durch dich durchgehen und dann sind sie auch wieder vorbei. Hallo, lieber Steinbock. Dieser Neumond findet in deinem siebten Haus statt und das ist ja ein Beziehungshaus. Ja, und das heißt, gerade ja, die Leute, die jetzt am Neumond selbst zwischen 23 und 25 Grad haben, also alle kardinalen Tierzeichen, die spüren dieses Kreuz natürlich viel, viel stärker und es baut sich ja auch über die Tage auf bis zum 21. Und das sind diese Veränderungen, die kommen, ja. Also, liebe Steinböcke, das ist wirklich was, wo ihr sicherlich auch vom Außen konfrontiert werdet, ja, mehr nach innen zu gehen. Ein Partner möchte das vielleicht, eine Beziehung fordert euch vielleicht darauf auf. Es ist ein Neubeginn, glaube ich, der da ansteht, gerade auf der Beziehungsebene. Für die Leute, die Single sind, das ist die Intention, sich vielleicht wieder zu öffnen für eine Partnerschaft. Oder ja, Menschen, die eine Beziehung haben, da ist eine neue Intensivierung, ein neuer Wunsch, da ist ein Neubeginn auf dieser Ebene. Und das ist etwas, wo du selber vielleicht durch Pluto, der ja jetzt langsam dein Zeichen verwechselt, wirklich aufgefordert wirst, auch etwas loszulassen, dich zu verändern und dich für die Veränderung zu öffnen. Und gerade als Steinbock bist du ja auch wirklich gerne, du bist ambitioniert und immer verantwortungsvoll und immer im Außen. Aber durch die Wanderung der Mondknoten geht es ja darum, mehr wieder nach innen zu kommen. Und Beziehungen werden dich auch dazu aufrufen. Also es ist etwas, diese Projektion, die wir oftmals ja auch haben, das spiegelt sich. Ja? Was unser Außen zeigt, das ist etwas, was sich vom Inneren reflektiert. Und ich glaube, dass es viel darum geht, diesen Wendepunkt in den Beziehungen, die nun kommen, die jetzt komplett das kardinale Kreuz, das ist was, wo du auf jeder Ebene merkst, wenn sich Beziehungen verändern, veränderst du dich. Wenn deine Karriere sich verändert oder sich da was auflöst oder Ziele verschwinden, die bislang immer deine Ziele waren, dann hat man plötzlich auch mehr eine Verbindung zu dem, naja, was brauche ich eigentlich? Oder was lässt mich gut fühlen? Also, ich glaube, für dich ist es sowas, dass ja, du einerseits loslassen musst, was sicherlich ein bisschen schwieriger ist, aber die Veränderungen haben ja einen Sinn. Und die Zeit für dich wird nun mal so sein, dass du dich mehr damit connectest und vielleicht auch bereit bist, tiefer in eine Beziehung einzusteigen. Weil Neptun ist im fünften Haus. Ich finde, das hat so eine romantische Ebene. Die ja, die Beziehungsebene mit dem Wasser eben für dich auch ja zugänglicher vielleicht macht. Ich glaube, ein Partner möchte für dich da sein, er möchte emotional für dich da sein und die Frage ist, bist du dafür bereit? Bist du emotional für diese Frequenz schon bereit? Und vielleicht gibt es etwas, was du dafür loslassen musst. Dadurch, dass es eben Pluto gibt, ist auch die Frage, ja, ist dieser Mensch der richtige Mensch? Sind die Menschen in deinem Umfeld sowieso die richtigen? Das sind ja so Beziehungsthemen, die sich in den nächsten 18 Monaten verstärken werden. Und vielleicht ist es bei diesem Neumond für dich ein bisschen intensiver, dass du merkst, was für Probleme da eigentlich bestehen. Ob das bei dir liegt oder im Außen, aber es muss eine Veränderung kommen. Und das ist das, was dieser Neumond für sich mitbringt. Und der Wendepunkt kommt dann, glaube ich, so mit den neuesten, ja, mit den Eklipsen dann im Oktober für dich. Also. Sei offen für die Veränderung, sie kommt. Und achte vielleicht auch wirklich darauf, wie du redest, weil das ist das, die Kommunikation im dritten Haus, das ist da, wo Saturn ja steht, da geht es ja auch um Grenzen.
Und vielleicht ist es etwas, wo du ja dich mehr darauf fokussieren musst, wie du mit deinem Partner und den anderen Menschen redest. Das wird Veränderungen geben. Damit kannst du auch etwas beeinflussen. Hallo, lieber Wassermann. Dieser Neumond findet in deinem sechsten Haus statt und das ist das unserer alltäglichen Routine. Also hier finden wir unsere Arbeit, unsere Gesundheit, aber auch sowas wie unsere Haustiere, unsere kleinen Probleme, die wir haben. Und mit diesem Neumond, das ist ja wirklich eine heilende Energie, da kannst du wirklich, wirklich drauf achten, okay, ich mache eine neue Intention für eine neue Routine, für eine neue Ernährungsform. Oder wirklich zu gucken, okay, wie möchte ich mich eigentlich wirklich physisch in meinem Körper fühlen und wie würde mein Leben aussehen, wenn ich mit diesen ganzen Sachen, die jetzt da neu in meinem Leben sind, die ich jetzt anfangen muss zu integrieren, weil auch du hattest in den letzten Jahren einiges, woran du arbeiten musst. Und jetzt ist ja so der Zeitpunkt, wo es anfängt, wo es darum geht, okay, was mache ich denn jetzt mit all dem? Und du wirst merken, dass eine Routine oder dein Alltag dir viel davon abnehmen kann, von dem Stress und von dem Druck, vielleicht auch von dem finanziellen Druck, den du jetzt schon verspürst. Weil Saturn ist ja jetzt im zweiten Haus, du hast Mars im achten Haus. Also es ist so ein bisschen dieses, ich glaube, du merkst, dass deine Psyche auch dich beeinflusst und dass das, was, ja, dass du merkst, dass jetzt auch manchmal das dir vielleicht, ja, als dich noch blockiert oder dass es sehr, sehr wichtig ist, mit in deine Routine einzubeziehen, dass du nicht immer nur tun und machen kannst, sondern dass du auch wirklich, wirklich gucken musst, okay, es muss auch irgendwie, es muss auch haltbar sein, dass ich das leisten kann. Weil du hast viel, viel über dich gelernt und ich glaube, gesunde Routinen sind etwas, wo du merkst, auch dein Geist wird dann mehr zur Ruhe kommen. Also es geht um mehr Balance, die du sicherlich dadurch, dass die Venus ja in dein siebtes Haus kommt, in Beziehungen merken wirst. Und das ist etwas, wo du merkst, okay, ich bringe das ja mit in die Beziehung rein. Wenn ich unruhig bin oder keine Zeit habe, dann ist es auch etwas, was in der Beziehung sich natürlich ganz klar ausspielt. Oder wo du merkst, okay, ich selber bin doch gesundheitlich noch nicht ganz auf einem Level, wo ich wirklich überhaupt bereit bin für eine Beziehung, irgendwas tragen zu können. Also es kann sich auf jeglicher Ebene ausdrücken und vielleicht ist es ja auch was, wo Menschen kommen in dein Leben, um dir vielleicht in diesen Routinen zu helfen. Aber ich glaube erst ist dieses, du möchtest bereit sein für diese Beziehungen oder Menschen, die da kommen oder die Liebe, die da ist. Aber du merkst auch, ich bin gestresst und wenn ich gestresst bin, dann kann ich das nicht. Also musst du wirklich gucken, wie sieht dein Alltag eigentlich aus und welche Struktur könntest du ändern und wie würde sich das für dich anfühlen? Also ich glaube, du bekommst Unterstützung, indem du eben mehr Balance suchst. Und das ist ja das, weil der nördliche Mondknoten ja auch in dein drittes Haus kommt. Also du wirst dir mehr das kommunizieren möchten, was du brauchst. Und dafür brauchst du, glaube ich, auch wirklich so eine innere Ruhe oder einen inneren Ausgleich in deinem Umfeld für all diese neuen Dinge, die jetzt kommen werden, wenn auch Pluto in dein Zeichen kommt. Hallo, liebe Fische. Dieser Neumond findet eurem fünften Haus statt. Und für alle Fische, das ist ja ein Wasserzeichen. Also auch Neptun bildet ein Trigon. Gerade wenn ihr in den späten Gradzahlen seid, dann habt ihr ein großes Dreieck in Wasser. Und das ist natürlich sehr unterstützend, dass ihr intuitiv verbunden seid. Es ist sehr romantisch, muss ich sagen, gerade im fünften Haus. Also es geht ein Fokus auf Dating und Liebe, aber wenn das gar nicht so ein Thema ist, dann sind das manchmal auch einfach nur unsere Kinder, wenn wir welche haben, oder unsere Hobbys und unsere Leidenschaften. Und mit diesem Neumond kannst du dort einen neuen Samen setzen und eine neue Intention. Und es geht dafür natürlich auch darum, vielleicht einen alten Traum loszulassen, eine alte Vision, die, an der du lange festgehalten hast, wo du aber jetzt merkst, dadurch, dass Saturn ja auch in deinem Zeichen ist, dass es so darum geht, eine gewisse Verantwortung zu übernehmen und dass da ja etwas ist, was du dir eigentlich für dich wünschst. Und dich wirklich damit zu finden, verbinden emotional, ist etwas, was dir helfen kann bei diesem Neumond, wirklich diese, ja, gerade auf der Beziehungsebene vielleicht wieder mehr dein Herz öffnen zu können. Und auch zu wissen, okay, ich muss dafür aber auch vielleicht gewisse Grenzen setzen. Also ein gesundes Bewusstsein über sich selbst ist etwas, was du, wo du merken wirst, dass außen wird es dir vielleicht nicht leicht machen. Und vielleicht werden Leute auch sagen, diese Grenzen, die du jetzt setzt, das ist nicht in Ordnung. Du hast doch sonst immer alles gemacht und du hast mir doch sonst immer geholfen. Dass du aber merkst, ja, aber es geht ja auch mal um mich. Und ich kümmere mich mal um mich. Und was brauche ich eigentlich? Deine Bedürfnisse, das ist dieses im fünften Haus, da connecten wir uns mit unserem Herz. Also, wenn du dich bislang zugemacht hast, dann ist es etwas, wo du dein Herz wieder öffnen kannst oder dein inneres Kind. Vielleicht ist es auch das, was du ja tief versteckt hast, emotional. Und du bist dabei, ja, emotionale Reife zu entwickeln. Und das ist das allerletzte, was jetzt sozusagen dir bevorsteht, was du für deinen neuen Lebensweg, den du ja nun mal anstrebst, wenn Saturn in deinem Zeichen ist, angehen kannst. Also, ich glaube, es ist wirklich dieses Romantisiere die kleinsten Dinge. Das ist das. Hab mehr Zeit für die schönen Dinge,
Aber flüchte nicht, sondern sei achtsam. Also es geht ja um ganz, ganz viel Achtsamkeit und gerade als Zeichen der Fische, je nachdem, wie es für euch ist, seid ihr auch manchmal dabei, so ein bisschen das zu vermeiden. Und Saturn kommt ja jetzt ganz klar mit einer Realitätsbrille und sagt ja auch, ihr wollt jetzt ganz schnell und es geht aber nicht so schnell. Und das geht darum, ja, weil du ja jetzt selber merkst, okay, ich habe auch Bedürfnisse und ich habe Grenzen und ich habe Wünsche und Ziele. Und mit diesem Neumond kannst du diesen Wunsch wirklich für dich manifestieren. Wie möchte ich mich fühlen? Was macht mir eigentlich Freude? Und vielleicht ist das etwas, was mich auch immer weiter auf diesem jetzigen Weg begleiten kann. Gerade durch die Zeit mit Saturn, wo ich eine gewisse Verantwortung übernehme. So, das war meine Vorhersage für diesen Neumond. Ich danke dir, dass du zugeschaut hast. Und wenn es dir gefallen hat, lass es mich gerne wissen. Teile das Video, kommentiere. Jegliche Unterstützung ist willkommen und hilft natürlich mir auch weiter Videos zu produzieren. Also, schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.